Sicherungskopie automatisch erstellen. Wichtige Dokumente sollten Sie durch Sicherungskopien schützen. Falls Sie dann beispielsweise einmal eine Datei versehentlich löschen oder im Dokument etwas löschen und sie schon gespeichert haben, können Sie die zuletzt gespeicherte Datei wieder öffnen. Klicken Sie zuerst auf die Office-Schaltfläche und wählen Sie Word-Optionen. Wählen Sie anschließend Erweitert und scrollen Sie nach unten bis zum Punkt Speichern. Hier setzen Sie einfach ein Häkchen bei Immer Sicherungskopie erstellen. Abschließend bestätigen Sie die Änderung mit OK. Speichern Sie Ihr Dokument. Die Datei wurde gespeichert. Wenn Sie nun an Ihrem Dokument weiterarbeiten und erneut speichern, wird eine Sicherungskopie der zuletzt gespeicherten Datei erstellt. Das ist die zuvor gespeicherte aktuelle Datei und das ist die Datei vor dem letzten Sicherungspunkt.